zweiten Tag aufgenommen zu werden. Ich glaube, das war sogar leichter. Aber mal. Ist mir jetzt auch egal. Ich will dir mal ein Lager beitreten. Und wenn die Affen sonst nichts mehr mir zu sagen haben, dann muss ich gucken, was ich noch machen muss. Scheiße. Nein. Lass mich halt hier hoch. So. Hier oben, ah stimmt, hier oben war auch noch einer zum Verkaufen. Santino, tauschen. Bei dir kann ich tauschen? Ich hab. Den kann ich. Für Ding hatten wir noch. 100 Bolzen. Achso, der hat kein. Achso, der hat kein Erz mehr. Dann gib mir. Ach, keine Bolzen. Pfeile, genau. Nochmal in diese Hose. 30 Pfeile. Und zwar für. Ich Infos. Genau. Und so. Nee, den nicht. Und sonst da ich hier auch nichts, da muss ich hier noch ein bisschen Erz geben. Leider, leider. Geht's nicht anders. Annehmen, genau. So. Habe ich noch ein bisschen Pfeile. Die Bogen. Ziemlich nice ist. Hast du noch was zu sagen? Nee. Wir sehen uns. Kann ich da mal vor. Alter, die Fresse. Weiß ich gar nicht interessiert, was du zu sagen hast. Ich würde dich gerne in der Mine begraben. Einfach ein Dynamit legen und fertig. Ach Gott sei Dank. Ich dachte, das ist schon wieder ab. Komm schon, Leute. Ja, 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 ja. Komm schon. Ja. Speichern. 0208. So, was machen wir? Wir gehen jetzt. Ah, jetzt sehe ich auch die Beere. Wir gehen. Lol. Jetzt sind Templer, steht schon im Meer. Templer. Ah. Habt ihr schon genug? Nein. Wir müssen noch. Okay. Ich glaube, selbst wenn man hier, was sich im Jahr steht, würde ich nichts sagen. Weil das nicht einprogrammiert ist. Ist da oben eigentlich noch irgendwas? Guck ich jetzt mal rauf. Weil ich's kann. Und zwar mit meinem geilen Pfeil und Bogen ist da eine Kreatur. Ne, so eine Textur. An der Mann. An der Mann, ja. An der Mauer. Aber hier liegt auch nichts, ne. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ne, hier liegt wirklich nichts. Es ist noch. Okay. Dann gehen wir mal runter. Vielleicht erledigen wir noch ein paar Monster unterwegs, damit ich noch ein wenig. Sich das Schwert in der Luft zücken und dann hängen bleiben. Ausgewünsche. Genau. Weg und dann das Schwert. Manchmal denke ich mir echt, das ist super. Ich finde das scheiße, dass die mir sofort angreifen, wenn ich mit dem Bogen umgehe. Aber so haben wir noch Fleisch bekommen und sonst nichts mehr. Oh, es regnet. Ne, ich dachte auch gerade. So. Genau. Essen sollte ich. Du sollst essen und nicht deinen Bogen zücken. So, ich kaufe ein Brot. Super gut. Brot. Jetzt kommt die Molerei. Dann wir müssen unbedingt EP sammeln. Oh. Ja, ich hab da. Mama, ich hab
geladen und nicht gespeichert. Und vorhin dachte ich noch so, ah, super, es kann das mir nicht passieren. Mir nicht man muss eben aufpassen, was man umhält. Das kommt mich jetzt ein bisschen an. Gut, dass ich nicht so weit gespielt habe. Aber trotzdem, es hätte ja nicht sein müssen. Inkompetenz ist das halbe Leben. Gut. Dann geht's halt den Scavenger zu dran. Der Schild ist sofort aufstehen. Nein! Das kann ich, sehe ich doch nicht sein, dass mir du so viel Leben abziehst. Nein, du, genau. Warte mal, kann ich. Ah, okay. Kann ich mit. Pfeiltasten links und rechts noch so ein bisschen auswählen. Wusste ich gar nicht. Ja, jetzt muss ich wieder. Zumindest natürlich wieder essen. Ganz erhüllpilch. Und dieses Mal speichern. Genau. Tja. Jetzt geht's denn nochmal dem Moderator, oder? Mein Plan wird zumindest weiterverfolgt. Nein. War schon richtig. Ich bin da immer schön mit der, die anvisiert. Abschießen und nicht trifft. Aber auf die Distanz. Ist das doch ein bisschen lächerlich. Ich muss es gedrückt halten. Ich wusste ich nicht, Mama. Oh, das ist der Blauflieder. Ach, hier heißt es Seraphie. So, Blattfleiß. Die sind hier unfair, die vergiften da irgendwas zu treffen. Du hast so viel Damage, das ist der. Du sollst nicht die Waffe ziehen, du sollst springen. Du machst so viel unglaublichen Damage. Das ist der Wahnsinn. Wir haben so viel unglaublichen Damage. Nein, die Störung. Nicht tauchen. Nein, nicht tauchen. Ich meine, jetzt sollst du nicht tauchen, mein Freund. Erstmal nochmal nichts essen. Schnell, 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 schnell. Frisst die Pilze, stopf sie nicht rein. So, nochmal speichern. Ich will nicht nochmal gegen einen kämpfen. Genau. Nochmal, nochmal. Wieso bin ich. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Oh, was haben wir hier? Nein, sollst du nicht. Jason, ja. Bandit, Bandit. Verlass dich auf. Greif mich aber nicht an. Ich dachte. Schön. Ich glaube, das ist der Weg zum neuen Lager. Wenn mich nicht alles täuscht. Können wir nach aus Gothic 2 noch? Also ich, wenn ich aus Gothic 2 zuerst gespielt habe. Da sind die ganzen Eisviecher. Leffy, Lefty, Lefty. Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Voll geil. Hast du Arbeit für mich? Wir sprechen uns noch. Hä? Lefty von Dead. Hey du! Hey du! Raus hier! Vielleicht. Dein Glück! Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Nein, 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 wir sind dumme Banditen. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Boah. Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen.
Sie kümmern sich kein Deut um das Lager. Ich würde Sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Zweite sind Sie nicht. Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Oh ja. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber ran kommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Selbst wenn ich da reingehen würde. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Dann würde ich... Pass auf deinen Rücken auf! So nicht nichts sammeln können, weil es einfach nur eine Textur ist. Ein Texturhaufen. Der nicht mehr eine Funktion hat. Homer! Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Ich würde mal interessieren, wie sowas funktioniert, so Dings zum Damm bauen. Weil... ist ja nicht so, dass man einem... Nein. Ich dachte schon, ich muss das jetzt machen. Ich bin aber auch auf der falschen Seite. Oder? Dann in diese Richtung. Ach, warte mal. Kann ich eigentlich schon schleichen? Schlussheften und Schleichen, nein, schade. Kommen die hier angelaufen? Null. Hast du es gesehen? LOL! Seit wann kommen denn sowas? Nie vorher gemacht. Nein, du sollst doch da hochklettern, bevor die merken, dass ich hier drin bin. Okay, es ist... ich hab's auch nie gemacht, aber ich will es auch nicht machen, weil es total behindert und total scheiße gemacht ist. Okay, hier ist irgendwie eine Reise oder so. Gut. Jetzt auch noch eine Leiter. Nichts Spannendes. Schläger. Wir gehen jetzt erstmal noch in diese Richtung nochmal. Dann bleibst du so keine andere Wahl. Wahrscheinlich. Jesse.
würde Sinn machen. Oh, der sagt schon, da geht's runter. Wo geht's denn hier hin? Zum... wahrscheinlich zum Lager. Genau. Die habt ihr in der Höhle. Upfen, upfen, upfen. Aber ich will ja gar nicht rumlaufen. Ich will einfach ins alte Lager zurück und da weitermachen. Gut, dass mir das jetzt erst auffällt. Bandit, ist alles Bandit hier. Schwuchtel. So. Dann gehen wir ins alte Lager. Aber ich mach mal einen kurzen Cut und wir sehen uns dann. Ach, ich sehe gerade. Ich mach mal ganz kurz Cut. Wir sehen uns dann morgen wieder, weil ich gerade sehe, dass die Zeit so ist, dass wenn ich jetzt Cut setze, dass sowieso die Folgen. Ja, das genau hier ein Cut ist. Also. Wahrscheinlich. Ja. Bis gleich. Oder bis morgen, je nachdem.